Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Selenium WebDriver vom Anfänger zum Profi. In dieser Folge schauen wir uns an, wie wir die Fenster im Selenium WebDriver wechseln. Dazu gucken wir uns gleich erstmal ein Beispiel an, was damit gemeint ist. Und zwar kann es vorkommen, öffnen wir erstmal die Seite letscodeit.com. Es dauert ein bisschen, die Leitung ist nicht die beste. Gehen auf Learn Now. Und auf Practice. Jetzt sehen wir hier, wenn wir auf Open Window klicken, öffnet sich ein neues Fenster. Das kann auch auf kommerziellen Seiten, E-Commerce-Seiten, also Seiten, die wir testen wollen, vorkommen, dass sich hier ein Fenster öffnet. Und wenn wir jetzt das Fenster nicht wechseln mit dem Driver, befinden wir uns immer noch in dem ersten Fenster, in dem Main-Fenster und können beispielsweise hier nicht auf die Elemente zugreifen. Und wie das in der Praxis aussieht, das schauen wir uns jetzt an. Dazu öffnen wir Eclipse, erstellen ein neues Package. Hier kommen unsere Examples rein. Und zwar sagen wir hier in unserem Test New Package d.jakob.examples und klicken auf Finish. Wir arbeiten nicht mit unserer Base-Klasse. Das ist für die Leute, die die Serie nicht von Anfang an befolgen, können dann nicht mitmachen. Deswegen erstellen wir einfach unsere Testklasse, gehen drauf, sagen New Class und sagen einfach Fenster wechseln, klicken auf Finish. Wir arbeiten wieder mit Google Chrome, weil es einfach schneller geht als Mozilla Firefox. Sagen jetzt unseren WebDriver, eine Referenzvariable vom Typen WebDriver, public einfach, public WebDriver. Driver, unsere URL, public base URL, sorry, string base URL. So, jetzt sagen wir vor der Klasse, was passieren soll, und zwar sagen wir before class, weil wir nur eine Methode haben, public void setup. Und hier instanzieren wir unseren WebDriver, also wir erzeugen ein Objekt, sagen Driver, beziehungsweise wir arbeiten ja mit Chrome, also sagen wir erstmal System.setProperty. Und jetzt müssen wir sagen WebDriver, wie unser Driver heißt, in unserem Fall wäre das Chrome.driver. Und als nächstes müssen wir den Pfad angeben. Wir haben in unserem Utility Package und in unserem Ressourcen Package unsere Executables. Hier haben wir unseren Grunddriver. Für die Leute, die zum ersten Mal einsteigen, einfach Google aufrufen und eingeben Selenium Download. Erster Link. Und hier unten haben wir den entsprechenden Treiber. Das wäre jetzt Google Chrome. Einfach hier draufklicken und dann herunterladen, entpacken und dann einfach ein Package, hier einen Resource-Ordner, Package erstellen und einfügen. Und schon kann man damit arbeiten. Wir klicken jetzt drauf, sagen Alt, Enter, kriegen unseren Pfad bis hierhin, Steuerung C. Und sagen jetzt System.getProperty und sagen User.dir. Und das gibt uns den Pfad bis zu unserem Package. Und jetzt geben wir den, der Pfad ist dynamisch, das heißt, kann sich von Rechner zu Rechner ändern, wenn wir das auf einem anderen Rechner ausführen. Und jetzt geben wir den statischen Pfad an. Das ist der Pfad, den wir gerade kopiert haben.
und fügen das Ganze ein. Jetzt müssen wir noch ein Backslash hier jetzt mal einfügen, weil sonst würde das nicht als Backslash interpretiert werden. Ups, da bin ich leider verrutscht. Backslash, Backslash. So, und jetzt müssen wir zu guter Letzt nur noch sagen, Driver, jetzt ein Objekt erzeugen, Driver ist gleich New Chrome Driver. So, das Ganze müssen wir jetzt alles importieren, das wollen wir nicht einzeln machen, sondern drücken auf Steuerung Shift O, Test NG auswählen und der Rest wird automatisch importiert. Jetzt müssen wir die Seite aufrufen, sagen einfach Driver.get Base URL, die müssen wir noch vergeben, sagen einfach Base URL ist gleich, kopieren uns den Pfad, Steuerung C, einfügen und jetzt sagen wir noch wait. In den nächsten Tagen oder in der nächsten Woche wird noch ein Tutorial zu Implicit und Explicit Wait kommen, weil eigentlich ist Best Practice nicht Implicit Wait zu benutzen, sondern Explicit. Das gucken wir uns dann auch noch an, aber jetzt benutzen wir nochmal Implicit Driver Manage Punkt Timeout Punkt Implicitly und jetzt sagen wir 10 Sekunden soll er maximal warten und welche Einheit Time Unit Punkt Seconds. Und unser Fenster wollen wir noch vergrößern, also sagen wir driver.manage.window.maximize. Also jetzt haben wir eigentlich alles konfiguriert. Jetzt können wir mit unserem Test anfangen. Also sagen add test public void fenster wechseln test. Importieren unsere Annotation Test. So, jetzt gucken wir uns die Seite mal an. Was wir als erstes machen müssen, ist auf Open Window klicken. Jetzt inspizieren wir es einfach. Einfach rechte Maustaste in Google Chrome untersuchen. Und jetzt bekommen wir hier schon eine ID. Die ID ist immer vorzuziehen, dem XPath oder dem CSS Selector. Klicken einfach drauf. Kopieren das Ganze, sagen Web Element Button Element ist gleich Driver.find Element by.id, fügen das Ganze ein, müssen noch den vorderen Teil entfernen. Und hinten noch ein Semikolon, Anführungszeichen. Ein Web-Element müssen wir importieren. Und jetzt sagen wir Button-Element.click. So, jetzt ist es so, dass jedes Fenster, wenn sich jetzt hier noch ein zweites, hat eine eigene ID und mit denen werden wir jetzt arbeiten, um zwischen den Fenstern hin und her zu wechseln. Das Ganze sieht dann so aus, dass wir uns das jetzt erstmal angucken und zwar sagen wir String main window ist gleich driver Punkt get handle. Also es gibt einmal get handle, das gibt uns ein String zurück und get window handles, es gibt uns ein set String zurück. Jetzt gucken wir uns erstmal getHandle an und sagen einfach jetzt sysout Steuerung Leerzeichen und main window. Das Ganze füllen wir jetzt einfach mal aus. Was wir vorher noch machen ist, wir sagen after class public void
Tier down und sagen hier driver.quit. Importieren noch unsere Annotations, TestNG, immer darauf achten. Und jetzt führen wir das Ganze aus, indem wir einfach auf Fenster klicken, rechte Maustaste und Run as TestNG Test. Das startet jetzt, das dauert ein bisschen. Und wir sehen, hat es gestartet. Wir werden, also das Fenster wird sich relativ schnell schließen. Jetzt wird es maximiert und es hat sich geschlossen. Jetzt sehen wir hier, das ist die eindeutige ID unseres Main Windows. Also, was wir jetzt machen können, ist, wir sagen, in unserer Testmethode klicken wir erstmal auf unser Window-Element, dass es geöffnet wird. Und jetzt sagen wir set, also ein Unterschied zwischen set und einer Liste ist, dass set jedes Element nur einmal vorkommt. In der Liste können Elemente, dieselben Elemente öfter vorkommen, im set nicht. Das ist in unserem Fall sehr optimal, damit wir nicht dieselben IDs öfter in der Liste haben. Sagen einfach Window Handles ist gleich driver.get. Und jetzt sehen wir hier unten einfach Window eingeben, Handles. Und das gibt uns ein Set zurück vom Typen String. So. Jetzt müssen wir unser Set noch importieren. Hier ist wichtig darauf zu achten, dass wir util nehmen. Und jetzt können wir eine for each Schleife erstellen. Sagen einfach for. Und die Elemente sind ja vom Typ String. Sagen wir Windows. Unser Set. Window Handles. Und jetzt müssen wir einfach nur eine Kontrollstruktur vom Typen if. Sagen einfach if window.equals main window windows beziehungsweise ja ein Fenster, also sagen wir window equals main window. So, und das Ganze müssen wir jetzt noch verneinen. Also hier sagen wir, wenn Window und Main Window gleich sind, dann sind wir im Main Fenster. Aber wir sagen nicht. Also wird es verneint. Wenn die nicht gleich sind, dann führen wir das aus. Und jetzt sagen wir driver.switch. Window, also switch to window, und jetzt geben wir hier unser Window ein. Window. Und es wird ausgeführt, falls Window und Main Window nicht gleich sind. Und wir haben ja nur zwei Fenster, also kann es ja nur das eine Fenster sein. So. Jetzt klicken wir hier drauf. Und was wir jetzt machen, ist einfach, wir geben hier in dem Fenster einfach JavaScript ein, dass wir sehen, dass es geklappt hat. JavaScript. Und dann müssen die zwei Kurse erscheinen. Also müssen wir unser Fenster inspizieren. Es öffnet sich jetzt im neuen in unserer Konsole. Hier haben wir eine ID. Wenn ich das vergrößere, sehen wir das. ID Search Courses. Die kopieren wir. Und sagen Web Element Search Field ist gleich driver.find Element by .id. Hier geben wir unsere ID ein. So, jetzt sagen wir Search Field .send Keys.
um JavaScript einzugeben. JavaScript. So, jetzt geben wir JavaScript ein. Jetzt sagen wir, wir warten, um das Ganze zu sehen, ob das geklappt hat. Straight.sleep, sagen 2 Sekunden. Surround with try and catch. Und zu guter Letzt sagen wir Browser driver.close, damit wir das, also dieses Fenster hier schließen. Und sagen break, damit er aus der Schleife rausspringen soll, weil es kann ja sein, dass es im ersten Durchgang schon das richtige Fenster war. Dann kann er direkt aus der Schleife rausspringen. Jetzt gehen wir als nächstes machen, wir überprüfen wir, dass wir dieses Fenster geschlossen haben. Und dann klicken wir einfach hier im Button, dass wir sehen, dass wir wieder in unserem Main Window sind. Dazu sagen wir jetzt einfach Driver.switch, müssen wir wieder switchen. Punkt Window. Und jetzt geben wir hier unser Main Window. War ja hier Main Window, also sagen wir einfach Main Window. Und jetzt brauchen wir zu guter Letzt nur noch hier, checken wir einfach mal hier, dass wir sehen, dass wir wirklich im Main Window sind, untersuchen. BMW Check ID, können wir einfach kopieren. Web Element Check Box BMW ist gleich driver.find element bei .id und hier geben wir die ID ein und zu guter Letzt müssen wir es nur noch checken und jetzt sagen wir check box bmw.click. Das haben wir ja schon gelernt und hier in unserer teardown Methode sagen wir noch trade sleep, damit wir sehen, dass es gecheckt wurde. 2 Sekunden. Try and catch. Und speichern alles. Steuerung S. Und jetzt führen wir das Ganze aus. Sagen Run S. Test and G. Test. Und der Prozess müsste gleich starten. Und da geht's schon los. Jetzt gucken wir, ob alles geklappt hat. Fenster maximiert sich. Jetzt wird auf Go to Window geklickt und anschließend JavaScript eingeben. Sie sehen die 2 Kurse. Es wurde geschlossen und unser BMW-Button ist geklickt. Also hat alles funktioniert. Ich hoffe, ihr konntet wieder was mitnehmen. Solltet ihr irgendwelche Fragen haben oder Anregungen, dann einfach in die Kommentare schreiben. Hier sehen wir nochmal, dass alles funktioniert hat. Also bis zur nächsten Folge Testautomatisierung gewusst.